ليبا مسلمة ده بروفيت صلى الله عليه وسلم hat uns erzählt dass der Fastende sich zweimal freuen wird. Derjenige, der gefastet hat, wird sich zweimal freuen. Einmal, dass er gefastet hat und das Fasten bricht. Und einmal, wenn er am letzten Tag Allah subhanahu wa ta'ala trifft. Weil Allah subhanahu wa ta'ala dem Fastenden großen Lohn geben will, subhanahu wa ta'ala. Da wird man sich freuen, dass man für Allah subhanahu wa ta'ala gefastet hat. Und am letzten Tag wird der Fastende kommen und sein Mundgeruch ist angenehmer und besser als der beste Parfüm als Misk. Und für die Fastenden gibt es ein extra Tor ins Paradies, und zwar Tor von Ar-Rayyan. Und wenn die Fastenden dadurch ins Paradies reinkommen, dann wird dieses Tor verschlossen. Und das ist nur für die Fastenden. Das ist die Gabe, die Allah subhanahu wa ta'ala vorbereitet hat. Für diejenigen, die Allah subhanahu wa ta'ala gefürchtet haben. Für diejenigen, die in Ramadan gefastet haben, weil sie an Allah subhanahu wa ta'ala glauben und weil sie dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgen. Die werden sich freuen. Aber wir müssen Allah subhanahu wa ta'ala danken für die Gabe, die Allah subhanahu wa ta'ala uns gegeben hat. Ohne seine Hilfe, ohne sein Erlaubnis konnten wir nicht fasten, könnten wir nicht beten, könnten wir nicht tun. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns Kraft gegeben und hat uns Möglichkeit gegeben, subhanahu wa ta'ala, dass wir fasten, dass wir beten und dass wir Koran lesen. Deshalb danken wir erstmal Allah subhanahu wa ta'ala. Und lieber Muslim, denke niemals, dass du von dir, dass du selber das tust oder von dir das kommt. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala dir nicht hilft und wenn er dir nicht erlaubt, dass du etwas machst, Wallahi, du kannst deinen Finger nicht bewegen und du kannst keinen Schritt machen. Deshalb sagen wir immer, la hawla wa la quwwata illa billah. Wir können uns nicht bewegen, wir haben keine Kraft, außer wenn Allah subhanahu wa ta'ala uns Kraft gibt. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat uns